Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Satisfactory. Wir haben viel gestreamt und ich habe einiges zu zeigen. Also, das hier kennt ihr noch alle, das ist die Eisenproduktion. Haben wir die in der Folge geupgradet? Ich weiß es nicht, aber das ist die Eisenproduktion. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wo wir aufgehört haben. Bei der Eisenproduktion haben wir natürlich die Produktion für bessere Stahlplatten, für natürlich hier, was haben wir hier? Wir haben diese Frames. Und wir haben das hier. Mein Ziel ist es, in der nächsten Folge da den nächsten Weltraumaufzugsdings loszuschicken. Der braucht 500 Frames. Obwohl, das wird vielleicht gar nicht gehen. Aber ich mal gucken. Vielleicht geht es auch erst in der übernächsten Folge. Seid auf jeden Fall in den Streams dabei, wenn ihr sind. Da schaffen wir immer sehr, sehr viel. Jedenfalls, die Produktion hier läuft. Und diese Produktion werden wir auch heute in der Folge wahrscheinlich abreißen. So, einmal dazu. Hier gibt es eine neue Leiter rüber. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich die Produktion. Die ist unverändert geblieben, bis auf das hier. Dieses Band, was hier ganz viele Kabel, beziehungsweise Drähte sind das ja, keine Kabel, was hier ganz viele Drähte bis hierhin schickt, was unter der Brücke lang geht. Und unter der Brücke geht das weiter nach da und dort haben wir eine komplette Stahlproduktion gebaut. Komplett, also naja, ganz komplett ist sie noch nicht, das wäre gelogen, aber jedenfalls schon ziemlich also, nee, auch das nicht. Die ist eigentlich ziemlich basic noch, okay. Ja, hier gehen auf jeden Fall die ganzen Kabel lang und die ganzen Kabel kommen hier in diese Maschine, die aus diesen Stahlrohren und entsprechenden Kabeln diese Dinger herstellt. Statoren. Und die brauchen wir für Motoren. Und Motoren brauchen wir für neue Gebäude und für andere Single und für Meilensteine und so. Ihr wisst Bescheid. Die werden hierhergestellt, die Rohre. Dauert alles ziemlich lange. Also die Rohre könnten noch ein bisschen schneller produziert werden. Das ist klar. Aber hier hinten wird Stahl hergestellt aus Eisen und Kohle. Kohle kennt ihr, glaube ich, auch noch nicht. Ja, also es hat sich eine Menge getan. Wo kommt die Kohle her? Die Kohle kommt hier aus diesem Förderband. Und das Förderband ist angeschlossen an die LKW-Station. Und die LKW-Station hat Kohle. Jetzt ist natürlich die Frage, woher kommt die Kohle? Die Kohle kommt von dem Typi hier. Mal gucken, ob wir den jetzt erwischen direkt. Das wäre natürlich... guck mal, da kommt er gerade. Wir haben nämlich auch einen LKW gebaut, der eine automatische Route fährt, die wir hier einprogrammiert haben. Dieser LKW, da können wir uns auch draufstellen und mitfahren. Tut und so. Aber dieser LKW transportiert Kohle. Mal ganz kurz, ob ich da rankomme. Ja. Transportiert Kohle von hier drüben, von unserem Kohlekraftwerk. Ich weiß auch noch nicht, ob ihr das kennt. Der transportiert von unserem Kohlekraftwerk, was wir da drüben haben, die Kohle, die abgezwackt wird, quasi nicht ins Kraftwerk geht. Ich zeige euch da mal ganz kurz das Kraftwerk, denn das ist vielleicht auch interessant. Hier natürlich verbunden mit Oberleitungen, mit unserer Base, die transportieren ja unendlich viel Energie. Unsere Energieproduktion ist auch komplett auf Kohle ausgelegt. Wir haben keinen Biofuel mehr und das passt hier. Also wir haben hier immer noch einen guten Overhead. Das geht also schon klar. Hier in diesen Kran kommt jetzt also die Kohle, die hier ankommt. Und da nochmal Kohle, die hier ist, der Brennstoff. Den brauchen wir für den Truck, damit er fahren kann. Ne? Aber das ist hier alles automatisch. Jedenfalls, hier kommt die Kohle an. Die Kohle kommt dieses Förderband runter, was ist da denn los? Hallo, ciao. Kommt dieses Förderband runter, was wir hier gebaut haben. Das sieht tatsächlich ziemlich geil aus, wie ich finde. Also da haben wir uns, ich würde sogar sagen, fast ein bisschen selbst übertroffen, weil das tatsächlich sehr, sehr geil aussieht. Und von unten gehen die hoch. Fällt mir jetzt erst auf. Aber hier kommt das Ganze, was auch Sinn macht, fällt mir gerade erst ein. Hier kommt die ganze Kohle runter, die von diesem Miner ist. Und das ist reines Kohleerz. Auf jeden Fall eine sehr, sehr nice Sache. Dieser Miner fördert also 120 Kohle pro Minute und die Kohle teilt er auf einmal in die Kraftwerke, die wir haben. Das geht dann hier entlang. Da haben wir 6 Kraftwerke. Jedes dieser Kraftwerke produziert, keine Ahnung, 500 Megawatt. Deswegen haben wir 300. Wir haben 6 Stück davon. Und das funktioniert tatsächlich alles ziemlich problemlos. Also da kann ich mich nicht drüber beschweren. Das finde ich eine sehr, sehr gute Sache. Und dieses ganze System, geil. Und hier ist Wasser und ich glaube, das Wasser war mal weiter und da ist auch noch irgendwas drin im Wasser. Das gucken wir uns auch demnächst mal an. Aber, ja doch, können wir uns eigentlich heute mal angucken, was da im Wasser ist. Das interessiert mich gerade. Schauen wir mal rein. Heute möchte ich die Eisenproduktion ein bisschen verbessern. Ich weiß nicht, ob wir das heute komplett schaffen, in dieser einen Folge die komplette Eisenproduktion neu zu machen. Aber was wir auf jeden Fall schaffen, ist das neue Eisenabbauen komplett zu schaffen. Was ist das hier für ein Orb? Den kenne ich, glaube ich, schon aus meiner alten Let's Play-Welt. Ja, Work in Progress, die Mercer-Sphere. VIP, und wahrscheinlich kann die auch nicht mal was. Also beim letzten Mal, als ich die eingesammelt habe, stand da, ja, gibt aktuell gar nichts. Ja, gut, dass wir das eingesammelt haben. Auf jeden Fall haben wir Wasser, wo wir schwimmen können und uns ein bisschen waschen können, falls wir mal wollen. Aber ich finde das tatsächlich schon saugeil, dass wir hier einen Truck haben,
der automatisch hier lang fährt. Das finde ich so geil. Und hier haben wir auch noch einen Aufstieg, den ich mir hier gebaut habe, um da hinzukommen. Und ich finde auch geil, wie geil das hier reingepasst hat. Also muss ich wirklich sagen, bin sehr zufrieden damit. Und könnte mir aktuell nichts Cooleres vorstellen. Irgendwie ist das geil. Also bei mir kommt es auch ein bisschen darauf an, ich möchte nicht nur mega effizient bauen, was ich ja gerne machen würde, was mir mit der Kupferproduktion ja erstmal schon gelungen ist, bis wir die upgraden auf meiner Mark II. Aber ich möchte auch cool bauen und schön bauen und dafür ein bisschen sorgen, dass wir die Landschaft nicht so ganz zerstören, wie das einige andere Spieler von Satisfactory machen, was ja natürlich voll okay ist. Aber ich möchte ein bisschen darauf achten, dass alles cool ist. Zum Beispiel hier habe ich lange für gebraucht, damit das hier trotzdem beides straight reingeht, dass hier so eine vernünftige gerade Kurve ist. Und ja, dass das hier trotzdem noch hier rausgeht, zusätzliche Produktion. Das hat alles sehr viel Arbeit gekostet, aber das ist okay, das finde ich cool. Jetzt wollen wir uns um die Miner Mark II kümmern und davon brauchen wir zwei Stück. Zwei Miner Mark II und dafür brauchen wir zum Beispiel mobile Miner. Wir brauchen Encased Industrial Beams, 8 Stück. Wir brauchen 20 Stahlrohre und 20 Kabel. Die Stahlrohre, ich muss so ein bisschen so gucken, weil das Mikro hier im Weg ist. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber hier können wir uns mal Stahlrohre grabben. 1, 2, 3. Kann ich... Hallo? Ah, grabben wir die mal von hier. So. Bis wir hier 20 Stück von haben. 19 und 20. Dankeschön. Jetzt brauchen wir 20 Kabel. 20 Encased Industrial Beams. Die würden ein bisschen komplizierter sein. Aber auch nicht viel. Wie viel haben wir da? 100 Stück schon. Alter, mega nice. Wir können uns einige Motoren schon bauen. Hier muss ich aber auch einige von grabben. Ich weiß nicht, wie viele. Wir brauchen 8 Industrial Beams, dann sollten 30 auf jeden Fall erstmal ausreichen. Und wir brauchen dafür auch noch Concrete. Da ist die Verarbeitung komplett zum Stillstand gekommen. Aber mit dem Concrete, was sie haben, werden wir, glaube ich, erstmal eine kleine Weile auskommen. Dann sollten wir alles haben, bis auf die Portable Miner. Die bekommen wir aber, indem wir die alten Miner einfach abbauen. So, wir brauchen 20 Kabel. Ja, die können wir uns mal eben herstellen. Auch wenn wir drüben mehr als genug Kabel übrig haben, die wir benutzen könnten. Aber das ist mir jetzt gerade egal. Und dann erstellen wir uns noch die Encased Industrial Beams. Wir brauchen 8 Stück. Ach, das braucht... Hier! Okay, dann muss ich mir gleich nochmal ein bisschen was holen. Aber davon brauchen wir 8 Stück. Davon haben wir gerade nicht genug. Können wir noch? Nee, wir haben absolut keinen Stahl mehr dabei. Stahlproduktion auf jeden Fall schwierig, weil wir müssen dafür alles, was wir vorher gemacht haben, extrem gut verbessern, extrem gut ausbauen, damit hier die Produktion nicht zum Stillstand kommt. Weil wir haben das oft, dass die Produktion zum Stillstand kommt. Und ich zeige euch jetzt gleich mal, was die Todsünde ist. Ja, in Satisfactory. Das hier ist die Todsünde. Das hier. Seht ihr das? Jetzt gerade eher nicht so gut zu sehen. Aber dieses Eisen... Oder hier. Hier sieht man es sehr gut. Da sieht man es auch gerade sehr gut. Es geht nicht weiter. Wir verbrauchen nicht das Eisen, was wir herstellen. Das heißt, irgendwo hier verbraucht etwas... Also, wir verbrauchen zu wenig Eisen. Und das ist eine Todsünde. Weil wir haben... Ich hasse diese Treppen. Also, vielleicht kann ich irgendwann am Ende des Let's Plays die Leiter vernünftig runterklettern. Aber wir produzieren, also wir brauchen nicht so schnell, wie wir produzieren. Und nirgendwo darf das der Fall sein. Wir müssen eigentlich immer, am besten wäre, wenn wir alles perfekt machen, also alles sich perfekt rechnet. Aber am zweitperfektesten wäre es jetzt erstmal natürlich, wenn wir dafür sorgen, dass wir wenigstens nichts mehr wasten. Und so wasten wir gerade einfach nur die Zeit. Guck mal, wie lange das noch da liegt. Das hier ist alles gewastet. Also die Zeit ist gewastet, in der wir die hätten verbrauchen können. Und das möchte ich natürlich in Zukunft nicht mehr machen. Wir haben hier wahrscheinlich noch einen Portable Miner drin liegen. Jawohl. Den nehme ich mir mal mit. Ich muss auch alles andere mitnehmen eigentlich. Ich stand wahrscheinlich nicht nah genug dran. Das Eisenerz können wir mal in den Müll schmeißen. Das ist mir ehrlich gesagt egal. 100 Eisenerz interessiert mich nicht. Aber wir können hier auf jeden Fall mal alles mitnehmen. Den Portable Miner ist schwierig. Was schmeißen wir denn dafür weg? Diese eine Kohle werden wir verkraften können, dass sie weg ist. Und das hier schmeißen wir in den Müll. Okay, und jetzt können wir hier entsprechend die Gedönses draufbauen. Die Miner Mark II. Die natürlich auch ordentlich kosten. Und ich möchte sie so ein bisschen in diese Richtung. Und hier möchte ich die Verarbeitung jetzt später haben. Die Verarbeitung war vorher hier. Also nicht die Verarbeitung, sondern das Schmelzen zu Alloys soll da drüben stattfinden. Und deswegen baue ich den einen Miner mal so in der Richtung auf. Und den anderen Miner mal ebenfalls so in der Richtung. Dann haben wir hier auf jeden Fall zwei Miner Mark II, die jetzt 120 Erz pro Minute böllern. Und wir können die sogar aufrüsten auf über 240 in der Minute. Das ist natürlich schon sehr, sehr krass. Und das ist natürlich auch unser Ziel, nicht wahr? Also nicht heute, aber so generell ist das unser Ziel. Und irgendwann gibt es auch Miner Mark III und so. Also irgendwann ist ganz crazy alles. Aber jetzt wollen wir erstmal gucken. Hier ist schon der Rand der Welt. Da wollen wir so ein bisschen aufpassen. Was ist denn hier?
Oh, hier geht's auf jeden Fall lang. Das schauen wir uns auf jeden Fall mal in der Folge noch an. Vielleicht in der nächsten Folge. Mal schauen. Aber jetzt geht's erstmal darum, die Eisenproduktion wieder aufzunehmen. Und dafür möchte ich erstmal die ganze Alloy-Verschmelzung ein bisschen verbessern. Das heißt, ich baue hier mal so ein bisschen eine Fläche hin, hole hier mal die ganzen Blätter weg und so. Und dann können wir uns ein bisschen um den technischen Aspekt kümmern. So, zum Supporten von diesen neuen Minern brauchen wir natürlich auch nicht diese normalen Förderbänder. Die transportieren nur 60 Dinger pro Minute. Dafür brauchen wir selbstverständlich die Förderbänder Mark 2. Mark 3 haben wir auch erforscht. Die brauchen wir nicht. Die machen 270 pro Minute. 120 reicht uns aber und das braucht eine verstärkte Eisenplatte pro Dinger. Also das ist schon... Also wenn wir, je nachdem wie lang das wird, ist das schon echt ziemlich hardcore. Wobei jetzt gerade bis zu 7 ist aber noch okay. Da gehen wir hier hoch. Von da aus gehen wir dann hier hoch und von da aus können wir dann komplett hoch. Und dann habe ich hier oben noch eins jetzt und da geht dann der zweite entlang, der, ja, der dann hier einfach entlang geht. Ja, verrückt. Ich habe das ein bisschen drehen müssen, by the way, ansonsten hätte das nicht funktioniert. Und das hier vom Miner bis nach oben ist halt nicht ganz so hübsch, aber das ist in Ordnung für mich. Wenigstens ist dieser Teil hübsch und hier kann man auch vernünftig raufklettern und dann hier hin. Also später kommt ja noch ein vernünftiger Dinger, aber jetzt geht es erstmal so rum. Dann haben wir hier einmal ein Fließband, was hier so ankommt. Es ist nicht mittig. Ich muss echt so weit gehen, um das mittig zu machen? Glaube ich nicht. Ich denke, dass einer hier ankommt und dass der andere hier ankommt. Oh, das geht sogar. Geil. Dann habe ich hier nämlich zwei Inputs von 120 pro Minute und ab da kann ich auch mit normalen Platten weiterarbeiten, mit normalen Fördermittern arbeiten, weil ich da jetzt den ganzen Kram wegsplitte. So, kann ich bitte hier was haben? Genau. Und dann versuche ich hier noch die Fundamente hinzuballern, damit ich hier auf jeden Fall auf der Seite drei Dinger Platz habe. Und ich mache mir hinten auch nochmal ein bisschen was. Und dann erkläre ich dir nochmal an einer Stelle das Prinzip, wie wir jetzt den ganzen Bums einschmelzen. Ich habe hier 120 Eisenerz pro Minute. Ein Smelter kann 30 schmelzen. Also, logischerweise brauchen wir vier Smelter. Also vier Schmelzereien, die hier rumstehen. Pro Eingang. Das heißt, wir müssen das auf jeden Fall zweimal splitten. Und ich glaube, das mache ich zuerst. Ich glaube, ich stelle hier erst, geht das hier so ein bisschen nach da. Also aktuell haben wir das hier. Eins, zwei. Dann brauchen wir doch noch einmal das schnelle Laufband. Aber hier machen wir erstmal diese Teile hin, damit das hier alles auch schön symmetrisch ist. Ich mag Symmetrie, da bin ich Fan von. Der kann jetzt hier lang gehen und der kann jetzt hier lang gehen. Und dann können wir da entsprechend die ersten Splitter haben. Einmal direkt hierhin, einmal direkt dahin. Aber jetzt werde ich erstmal dafür sorgen, dass wir die eine Seite hier machen und dann später machen wir die andere Seite. Aber so kommt das schon mal hier hin. Das ist schon mal eine sehr, sehr nice Sache. Und hier, wie gesagt, wenn ich hier rausgehe, sind das 60 pro Minute, wenn ich die zweifach aufteile. So wie ihr wisst schon, was ich meine. Ich muss aber jeder dieser zwei Streams, die ich da rausbekomme, nochmal aufteilen. Denn aktuell haben wir 60. Also, wenn ich jetzt hier so ein Förderband anschließe, hier kommt jetzt gerade 60 Dinger pro Minute raus. Und da dann auch. Aber ich brauche Concrete. Das fehlt mir jetzt gerade noch komplett. Von daher gehe ich mir mal ein bisschen Concrete holen. Ich habe ja noch ein bisschen was auf Tasche. Und dann, den ganzen Teil können wir dabei auch abreißen. Und dann können wir die Eisenproduktion mal ein bisschen verbessern. Ich baue mal die eine Seite auf und erkläre euch dann anhand dieser einen Seite, was ich alles gemacht habe. Let's go. So muss eine Hälfte aussehen. Ich habe eben schon mal die Maschinen angeworfen, um zu checken, ob hier das Eisen reingeht, weil das sah nicht so aus. Aber das tut's. Hier geht tatsächlich... Ah, nee, warte mal. Hier. Hier, das sieht jetzt hier nämlich auch nicht so aus. Aber das tut's. Hier geht Eisen rein. Hier wird sogar gerade Eisen noch ein bisschen geschmolzen anscheinend. Aber jetzt sollte das doch alles passen. Wir haben hier 100... Ich hatte hier übrigens noch falsche Laufbänder. Die habe ich ersetzt. Also da hatte ich noch Mark 1 Laufbänder. Die habe ich mittlerweile ersetzt durch Mark 2 Laufbänder. Damit das auch alles sein... richtigen Weg hat. Kann ich hier drauf, bitte? Dankeschön. Also, hier kommen 120 an. So. Diese 120 werden aufgeteilt in 60 und 60 und diese 60 werden aufgeteilt in 30 und 30. Deswegen reicht die Stufe 1. Und deswegen schließen wir jetzt hier den ersten Miner an, der die hier alle versorgt. Und dann können wir hier wahrscheinlich den zweiten... Guck mal, der hier ist immer noch angeschlossen, der Kollege hier vorne. Deswegen können wir hier dann einen zweiten Strommast hinsetzen. Nein. Ja, so. Den können wir hier hinsetzen. Den wir wahrscheinlich brauchen werden, um hier alle Maschinen zu versorgen. Also auch die hinteren Maschinen müssen versorgt werden. Einmal, zweimal. Und dann brauchen wir natürlich auch noch dreimal.
Und super praktisch wäre dann auch nochmal generell Strom zu bekommen. Ne, bekommen wir hiervon. Das heißt, diese vier Maschinen müssten jetzt alle anspringen, bis auf die zwei, weil ich dann noch nicht gesagt habe, dass die Eisen produzieren sollen. Aber hier wird jetzt quasi 120 Eisen pro Minute geschmolzen und das am besten, also das im besten Falle natürlich super effizient. Und die können wir jetzt alle mergen zu einem einzigen Conveyor-Belt. Und das machen wir natürlich, indem wir hier hinter Merger hinhängen. Ich hoffe, das klappt alles so, wie ich mir das vorstelle. Wir brauchen, die Merger haben, glaube ich, keine Geschwindigkeitslimitierungsfaktor-Ding. Ich weiß auch nicht, wo ich die hinstellen muss, damit das passt. Ich glaube, hier passt. Und dann machen wir das hier und hier. Der erste kann noch ohne Probleme langsam sein, aber danach muss schnell, glaube ich. So, stellen wir mal hier. Und übrigens ein kleiner Tipp, wenn ihr runde Kurven haben wollt, macht das so wie ich gerade, immer mit zwei Abstand und mit den Teilen, weil dann wird es immer rund. Dann ist das einfach eine runde Sache, Leute. So, das hier können immer normale Förderbänder sein. Genau wie das jetzt auch ein normales sein kann. Hier, das kann auch noch ein normales sein, weil hier maximal sowieso nur 60 rauskommt. Das hier kann auch noch ein normales sein, hier kommt ja nur 30 raus. Das kann auch noch normales sein, hier kommt ja nur 30 raus. Aber das hier muss schon schneller sein, weil hier wären dann 90 drauf. Und 90 ist natürlich ein bisschen zu flott für normale Förderbänder. Deswegen zack. Und hier muss natürlich auch noch ein schnelles rauskommen, weil hier kommen natürlich auch 90 raus. Und das, ja, leiten wir erstmal, weiß ich nicht, hier hin. So, und jetzt kommt hier 120 Eisen pro Minute raus. Das gleiche baue ich jetzt nochmal, exakt den gleichen Aufbau hier, den wir da haben, baue ich jetzt nochmal auf der anderen Seite. Und dann haben wir hier eine sehr gute und vernünftig aussehende, vor allen Dingen, Eisenproduktion. Sehr gut, das gefällt mir. Ich baue noch die andere Seite und dann haben wir hier diese Eisenproduktion, beziehungsweise erstmal die Eisenbarrenherstellung. Sehr gut und vernünftig automatisiert, würde ich sagen. Übrigens, bevor ihr sagt, hey, Klümmi, du brauchst noch Eisenerz für Stahl, das habe ich da oben. Ich habe da noch Eisenfelder. So, von unseren 120 Eisen, die... Sag mal, warum kommt da nichts mehr raus? Ah, weil er keinen Strom bekommt. Ich war gerade ein bisschen verwirrt. Okay, Entschuldigung. Ich war gerade ein bisschen verwirrt. Von unseren 120 Eisen die Minute, die wir insgesamt befördern konnten, sind wir geswitcht auf insgesamt 240 Eisen die Minute. Das heißt, von vier solcher Dinger sind wir auf 8 solcher Dinger gekommen. Und wir haben sogar noch Platz für mehr, theoretisch, hier drauf. Aber das hier sieht auch schon mal schön aus. Das sieht exakt, ist exakt symmetrisch gebaut. Und wir haben hier unsere 240 Eisen, die hier reingehen, auf schnellen Fördermännern, die auch 240 Eisen supporten. Und dann hier auf 60 Förderbänder, also 60er Förderbänder umschwenken. Und die werden dann hier durchproduziert. Die gehen hier lang und die gehen auch hier lang. Das heißt, wir haben später einen Doppeloutput. Wir könnten die theoretisch zusammen moven. Aber wir haben zwei 240er, das heißt, wir bräuchten ein 480er Förderband und das haben wir noch nicht. Das gibt's noch nicht, das ist vielleicht Mark 4, ich weiß nicht, aber Mark 3 schafft 270 und wir haben die 120, 240, das heißt, oh, das geht doch. Wir könnten davon Förderbänder bauen, die schaffen nämlich 270. Wir könnten das noch mergen und ein 270er Förderband hier laufen, dass das unser gesamtes Eisen mit runternimmt. Und ich glaube, das werde ich auch noch tun. Aber hier ist jetzt unsere Eisenproduktion. Ich habe natürlich darauf geachtet, dass es exakt im selben Winkel gehalten ist wie das und generell wie alles andere hier. Das werde ich auch noch weiterhin durchsetzen. Aber wir könnten uns jetzt ein 270er Förderband von hier nach da laufen lassen. Und ich denke mal, genau das werde ich auch tun. Ich denke mal, ich werde es hier reinlaufen lassen. Erstmal, auch erstmal hässlich. Das ist mir erstmal egal. Auf jeden Fall soll die Produktion hier nicht zum Stillstand kommen, wenn ich in der nächsten Folge mal erkunden gehe. Denn wir werden in der nächsten Folge mal ein bisschen die Welt erkunden, ein bisschen umherschauen, was hier so alles existiert. Auf jeden Fall brauche ich für die 270er Förderbänder oder für das 270er Förderband, was ich mir jetzt mache, brauche ich auf noch die Materialien. Was brauche ich dafür? Diese Stahltrödler. Das ist ja gar kein Problem, die stelle ich ja hier in Massen her. Wollt ihr mir die mal abspeichern? Fällt mir gerade mal auf. Also dann mit Sicherheit praktisch, wenn wir hier so ein großes Lager hinstellen. Wir haben mal ein kleines Lager, weil das habe ich auch, die Materialien dafür. Hier die Dinger. Die könnte ich mir einfach mal in so ein Lager ballern, bevor die hier alle verloren gehen. Weil aktuell packe ich mir die gar nicht in Lager und das ist generell immer eine blöde Idee. Ich snack mir die mal alle, weil wir hätten das ganze Eisen schon, den ganzen Stahl schon produzieren können. Aber Wurst. Hier sind auch noch 93 Stück davon drin. Nehme ich mir die 100 Stück mal mit. Dann habe ich auf jeden Fall genug für ein paar Bänder. Und die platzieren wir hinten jetzt auch nochmal kurz hin. So, hier kommen jetzt die 120 pro Minute hin. Hier auch.
in diesen Merger. Und von hier aus kommt dann der 240. Das 200. Boah, Alter, also, war schneller. Alter, guck mal, wie schnell das geht. Was, wenn ich mich da drauf stelle? Ciao. Boah. Richtig, richtig übel krass. Okay. Jetzt haben wir auf jeden Fall schnelles Förderband. Das Förderband, und es tut mir schon fast leid, das zu sagen, wird jetzt gleich richtig, richtig hässlich angeschlossen. Und zwar da drüben. Es tut mir furchtbar leid. Wir müssen auch noch nicht das schnelle Förderband nehmen, tatsächlich. Aber ich möchte es einfach nehmen. Warum müssen wir nicht das schnelle nehmen? Weil der Input da sowieso nur 120 pro Minute akzeptiert. Aber nicht genug Freiraum. Ja. So. Hier kommt jetzt... Alter, guck mal, wie schnell. Hier kommt jetzt theoretisch 240 Eisen die Minute rein. Und der hier kann es nicht schaffen, da Schritt zu halten. Ich könnte es natürlich machen, dass der Schritt hält. Aber das bringt alles noch nichts. Weil selbst wenn ich jetzt mache, dass die Schritt halten, können die hier hinten nicht schnell genug verbrauchen. Das ist ja komplett logisch. Das heißt, wir haben jetzt hier zwar eine sehr gute Produktion. Und das hier wird, also das hier wird später hier lang laufen und nicht hier so lang laufen. Ich wollte nur nicht, dass diese Produktion hier stillsteht. Aber wir werden das alles sehen in der nächsten Folge von Satisfactory. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wir haben jetzt auf jeden Fall diese Eisenproduktion deutlich verbessert. Und als nächstes Forschungsfolge und ja, dann wahrscheinlich ein Stream am Sonntag. Also schaut unbedingt mal rein. Da werden wir wahrscheinlich die Eisen das hier verbessern, weil das haben wir ja schon gesehen. Das kennen wir jetzt alles schon. Das kann ich jetzt aber nochmal im Stream machen. Und deswegen schaut vorbei, Leute. Viel Spaß dann mit der nächsten Folge. Die kommt dann übermorgen. Also von Satisfactory. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Und vielen Dank fürs Zugucken, Leute. Ciao.